In diesem Video lernst du, Cortison und die verwandten Medikamente besser zu verstehen. Wir besprechen die Namensgebung dieser Medikamente, die Gründe, warum sie verabreicht werden, wie sie wirken und praktische Tipps, die dir dabei helfen, dich vor Nebenwirkungen zu schützen. Bei Cortisol handelt es sich um ein natürliches Stresshormon. Cortisol wird im menschlichen Körper in der Nebenniere gebildet und kann bei Bedarf in großen Mengen ausgeschüttet werden. Von diesem natürlichen Stresshormon Cortisol wurden nun eine große Menge verschiedener künstlicher Stresshormone erzeugt. Zusammengefasst werden diese Stresshormone oft auch als Cortison bezeichnet. Beispiele davon sind das Prednisolon oder Dexamethason. Grundsätzlich sind diese künstlichen Cortisone von der Wirkung her mit dem natürlichen Stresshormon vergleichbar, können aber in Tablettenform oder intravenös gegeben werden. Doch aus welchem Grund ist es überhaupt erstrebenswert, ein Stresshormon zu verabreichen? Cortison hat sehr starke entzündungshemmende Wirkung, die wichtige Funktion hat bei der Therapie von Lungenerkrankungen beispielsweise wie Asthma, COPD oder interstitiellen Lungenerkrankungen, wo es sonst zu Vernarbungen des Lungengewebes kommt. Cortison und verwandte Substanzen sind auch sehr wichtig bei der Vermeidung von Schwellungen des Gehirns, beispielsweise durch Hirntumore oder neurochirurgische Eingriffe. Bei schweren Infektionen wie bei Covid-19, schweren Verlaufsformen von Covid-19, sind Cortisone wie Dexamethason mit einer Verringerung der Sterblichkeit verbunden. Cortison hat auch noch weitere Wirkungen, die das Immunsystem unterdrücken. Das ist entscheidend für die Therapie vieler sogenannter Autoimmunerkrankungen, bei der das Immunsystem den eigenen Körper attackiert. Beispielsweise Lupus, Rheumatoide Arthritis, Polymyalgia Rheumatica, Multiple Sklerose, Vaskulitis und viele andere. Schließlich unterdrückt Cortison auch Lymphzellen. Das bedeutet, dass es auch eingesetzt werden kann zur Krebstherapie, beispielsweise bei Lymphomen. Zusammengefasst handelt es sich bei Cortison und verwandten Substanzen also um extrem wichtige, oftmals lebensrettende Arzneimittel, die auch mehrfach in der Liste unentbehrlicher Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation auftauchen und deren Entdeckung 1950 mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet worden ist. Doch wie kann diese Klasse von Medikamenten derart starke Wirkungen entfalten? Cortison und verwandte Medikamente sind sehr stark fettlöslich und haben die Fähigkeit, damit in jede Zelle des Körpers zu gelangen. Dort angekommen, binden sie an bestimmte Rezeptoren und mit Hilfe dieser Rezeptoren sind sie in der Lage, im Zellkern jeder einzelnen Zelle zu verändern, wie die genetische Information in dieser Zelle abgelesen wird. Aus diesem Grund haben diese Hormone also vor allem einen starken langfristigen Einfluss, weil sie dauerhaft verändern, wie eine Zelle funktioniert. Das ist ähnlich wie beispielsweise mit Geschlechtshormonen und ähnlich wie Testosteron und Östrogene ganz fundamentalen Einfluss auf unseren Körper haben. Über die Dauer hat auch Cortisol einen unheimlichen Einfluss. Nur, dass eben anstatt einer männlichen oder weiblichen Körperzusammensetzung sie zu einer Stresskörperzusammensetzung führen können. Diese Bedeutung als ein Dauerstresshormon erklärt auch die Auswirkungen auf die Körperzusammensetzung und die Nebenwirkungen, die bei langer Gabe eintreten können. Im Bereich der Knochen führt die langfristige Einnahme von Cortison zu einer Abnahme der Knochendichte sowie einem erhöhten Risiko des Infarktes von bestimmten Knochenabschnitten. Man spricht von einer sogenannten Osteonekrose, wenn bestimmte Knochenbereiche absterben können. Im Bereich der Haut kommt es oft zu Streifenbildung, dünnerer Haut, Akne, Fettumverteilung im Gesicht, auch Probleme mit dem Stoffwechsel wie Diabetes. Im Bereich der Psyche haben Patienten oft zunächst eine deutliche Verbesserung ihrer Stimmungslage und mehr Energie. Allerdings kann diese Stimmung auch sehr schwanken. Es kann zu Psychosen kommen, gerade bei älteren Patienten, und nach einiger Zeit auch zu depressiven Verstimmungen
durch Einnahme von Cortison. Es steigt das Risiko für Magengeschwüre oder Blutungen im Verdauungstrakt. Für die Augen steigt das Risiko für Trübungen der Linse oder erhöhten Augeninnendruck, der zu Glaukom und Schädigung des Sehnervs führen kann. Durch die immununterdrückende Wirkung kommt es auch zu einem erhöhten Infektionsrisiko, gerade mit bestimmten Erregern wie einer Pneumozystis, Lungenentzündung oder anderen Infektionen. Was kann getan werden, diese Nebenwirkungen zu vermeiden? Hier sind meine Tipps. Im Bereich Osteoporose, also Abnahme der Knochendichte, empfehle ich euch in jedem Fall die regelmäßige Einnahme von Calcium und Vitamin D sowie eine gesunde Bewegung. Je mehr ihr in Bewegung bleibt, desto mehr werden kalziumbildende Zellen aktiviert und Knochendichte beibehalten. Am wirkungsvollsten hierbei ist Krafttraining, wie beispielsweise bei einer Beinpresse, wo mechanische Kraft direkt auf die Knochen lastet. Das hat die größte Wirkung, aber jede Form von Bewegung hilft. Gerade bei langfristiger Cortisontherapie wichtig ist die regelmäßige Messung der Knochendichte. Für den Fall einer Abnahme der Knochendichte unter einen gewissen Schwellenwert ist die Gabe von zusätzlichen Medikamenten zu empfehlen. So können unnötige Knochenbrüche vermieden werden. Für das Problem der Osteonekrose, also dem Absterben bestimmter Knochenabschnitte, häufig im Oberschenkel, Hüftkopf oder den Knien, ist es das Ziel, andere Risikofaktoren zu vermeiden. Das sind oft Rauchen oder Alkohol. Das bedeutet, dass mit dem Verzicht auf Rauchen und Alkohol ihr das Risiko für diese Komplikation deutlich verringern könnt. Die starke Appetitsteigerung durch Cortison führt oft zu einer Gewichtszunahme und diese Gewichtszunahme ist auch ein großer Teil des Problems dieser Fettumverteilung in den Gesichtsbereich. Dennoch können einige Maßnahmen hier helfen. Das Ziel ist nach wie vor eine möglichst gesunde Ernährung. Also mit gesunder Ernährung lässt sich dieses Problem deutlich verringern oder gar ganz vermeiden. Und hier ist es wirklich entscheidend, dass solche Lebensmittel, die dazu neigen, bei Heißhungerattacken verstärkt konsumiert zu werden, möglichst aus dem Haushalt komplett zu verbannen und wirklich eine gesunde Ernährung für wirklich alle Familienmitglieder anzustreben. Das kann deutlich helfen, die Gesamtgewichtszunahme zu minimieren und somit auch diese Änderung im Gesicht deutlich zu vermildern. Falls dennoch Stoffwechselprobleme auftauchen, wie Diabetes, gilt es, rechtzeitig für Diabetes zu testen und diesen zu behandeln. Glücklicherweise sind die Veränderungen im Gesicht, die Gewichtszunahme und Diabetes meist umkehrbar. Maßnahmen zur Vermeidung oder Behandlung von Akne sind natürlich wirksam, das heißt gute Hautvorsorge oder möglicherweise auch Medikamente, um Akne zu behandeln. Das hilft, auch der psychischen Gesundheit vorzubeugen. Es gelten natürlich auch allgemeine Empfehlungen für das Beibehalten einer gesunden Psyche, gerade im Zeitalter von Coronavirus. Also Stressreduktionsmaßnahmen wie autogenes Training, Akupunktur, Entspannungsübungen und natürlich Bewegung und natürlich auch sozialer Rückhalt. All das sind Faktoren, die psychische Gesundheit natürlich begünstigen und negative Auswirkungen vermeiden können. Im Bereich Verdauungstrakt empfehle ich möglichst den Verzicht auf andere Risikofaktoren für Probleme mit der Schleimhaut. Das sind oft andere Schmerzmittel wie Ibuprofen, wie Indomethacin, wie Meloxicam. Derartige Schmerzmittel können die Magenschleimhaut zusätzlich schädigen und in Verbindung mit Cortison das Risiko für beispielsweise Blutungen erhöhen. Für den Fall, dass ihr aber auf derartige Schmerzmedikamente angewiesen seid, stehen andere Medikamente, sogenannte Protonpumpenhemmer, zur Verfügung, um eure Magenschleimhaut zu schützen. Ebenso für eure Augen, regelmäßige Kontrollen sind hilfreich, um Probleme wie Linsentrübung oder einen erhöhten Augeninnendruck rechtzeitig zu erkennen und Schädigungen zu vermeiden. Zur Vermeidung von Infektionen hilfreich ist die breite Anwendung von möglichen Impfungen
Und gerade bei höher dosierter Kortisongabe möglicherweise die Einnahme von prophylaktischen Antibiotika. So wird das Risiko für bestimmte Lungenentzündungen deutlich reduziert. Die Entwicklung der genannten Nebenwirkungen hängt in starkem Ausmaß mit der Dosis und der Dauer der Gabe von Cortison ab. Wie besprochen, handelt es sich bei Cortison um ein unheimlich mächtiges Medikament. Aus diesem Grund empfehle ich euch in ganz besonderem Ausmaße, detailliert über eure jeweilige Therapie Bescheid zu wissen. Also nicht nur, welche Form von Cortison ihr einnehmt, sondern auch in welcher Dosis und wie sich diese Dosis im Zeitverlauf entwickelt hat. Das ist ganz entscheidend. In dem Bereich kann es häufig zu Fehlkommunikation kommen, wenn ihr als Patient beispielsweise ins Krankenhaus kommt, wenn möglicherweise in der elektronischen Krankenakte mögliche Informationen falsch eingegeben sind, wenn ein Cortisonpräparat umgestellt wird und so weiter. Also, es ist immer empfohlen, Bescheid zu wissen, welche Medikamente man einnimmt, aber hier ganz entscheidend. Auch muss zur korrekten Dosierung von Cortison häufig eine Anpassung erfolgen. Die erfolgt normalerweise bei Arztbesuchen. Wenn also aus irgendeinem Grund einer eurer Arzttermine ausfällt, würde ich euch stark empfehlen, möglichst trotzdem mit diesem Arzt zu kommunizieren, ob ihr eure Dosis erhöhen oder erniedrigen müsst. So wird sichergestellt, dass ihr die korrekte Dosis einnehmt und unnötige Nebenwirkungen minimiert werden können. Das langfristige Ziel ist es in vielen Fällen, eure Medikation auf ein kortisonsparendes Medikament umzustellen. Das ist gerade bei vielen Autoimmunerkrankungen möglich, wo alternative Medikamente genommen werden können, die aber oftmals einige Zeit brauchen, um wirksam zu sein. Das ist natürlich in erster Linie die Aufgabe eures Arztes bzw. eures Ärzteteams, das sicherzustellen. Dennoch, je besser ihr als Patient informiert seid, umso sicherer ist dieser ganze Prozess, weil ihr einfach sicherstellen könnt, dass keine Fehler unterlaufen. Welche Fragen habt ihr zum Thema Cortison? Schreibt jetzt in die Kommentare und ich werde sie beantworten. Ich empfehle euch mein nächstes Video zum Thema, wie Ärzte Informationen finden, was ich euch hier verlinke. Für den Fall, dass das Video noch nicht draußen ist, abonniert schon mal, damit ihr es nicht verpasst. Macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Medizinmensch.